gegen 17.45 Uhr informierten Zeugen uns über einen Badeunfall im Bereich des Breitenbacher Sees mit zwei vermissten Personen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren am heutigen Nachmittag mehrere Jugendliche auf einem Boot unterwegs, als ein 13-Jähriger sowie eine 15-Jährige, beide aus Sontra, nachdem sie sich ins Wasser begeben hatten, nicht mehr an die Wasseroberfläche kamen und auch nicht mehr auffindbar waren. Rettungskräfte von DLRG, Feuerwehr und Polizei, als auch weitere Rettungskräfte, haben umgehend im Bereich des Wassers umfangreiche und intensive Einsatz- und Suchmaßnahmen durchgeführt. In dem Zusammenhang war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Also zur Lage, es wurden uns zwei vermisste Personen hier in dem Baggersee gemeldet und daraufhin wurden aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg alle Wasserrettungseinheiten und die Feuerwehr Bebra hier zu diesem Baggersee alarmiert und wir haben dann unmittelbar begonnen, die Personensuche durchzuführen. Also wir haben natürlich ein Spiel gegen die Zeit gemacht, das war uns klar und deswegen haben wir uns frühzeitig dazu entschieden, weitere Kräfte nachzualarmieren, um dann wirklich auch den recht großen See hier dann großflächig absuchen zu können. Die Personen wurden mit Hilfe von Hunden, die auf dem See unterwegs waren, geortet. Und dann sind entsprechend Taucher, die wir hier an der Einsatzstelle hatten, von den Wasserrettungsgruppen bzw. von der Berufsfeuerwehr Kassel, dann aus dem Wasser geborgen. Ja, also für unsere Einsatzkräfte, insbesondere die natürlich unmittelbar draußen am See dabei waren, ist es natürlich schon belastend. Sie haben es eben gesagt, es ist ein schreckliches Ereignis, dass so ein schöner Wartetag hier dann so schrecklich zu Ende geht. Und wir werden jetzt unsere Kräfte im Feuerwehrhaus Bebra nochmal sammeln, dort mit ihnen eine Nachbesprechung machen und sie nicht wirklich selber verarbeiten können, dass sie dann eine Hilfestellung bekommen. Die Rettungskräfte, die konnten aber trotz der sofort eingeleiteten medizinischen Maßnahmen tragischerweise nur noch den Tod der beiden Jugendlichen feststellen. Die genauen Hintergründe und Umstände, die sind momentan noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Wir gehen aber derzeit von einem tragischen Badeunglück aus. Osthessen News. Sehen, was bewegt.